Soweit war gegen 2:45 am frühen Mittwochmorgen, als der Fahrer eines Shuttlezuges aus bislang noch ungeklärter Ursache offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat. Er ist dann etwa kurz nach der Rastanlage Rhön durch die Mittelleitplanke durchgebrochen und auf der Gegenfahrbahn frontal mit einem anderen LKW kollidiert. Durch die Wucht dieses Aufpralls ist der Shuttlezug umgekippt, das Führerhaus ist abgerissen worden. Und die Ladung, bestehend aus verschiedenen Möbelstücken, die hat sich dann über mehrere hundert Meter auf der Fahrbahn verteilt. Beide Fahrer waren in ihren Führerhäusern eingeklemmt. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren allerdings rasch vor Ort und konnten die beiden Fahrer auch aus den Führerhäusern befreien. Allerdings ist es so, dass für den Fahrer des Shuttlezuges jede Hilfe zu spät kam und er an der Unfallstelle noch verstorben ist. Sein Fernfahrerkollege ist mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus gekommen. Die Identität des Getöteten anbelangt, es handelt sich um einen 39-Jährigen aus dem Raum Bielefeld. Sein Fernfahrerkollege ist 59 Jahre alt und stammt aus dem Kreis Lippe in NRW. Er ist ja mittelschwer verletzt davongekommen. Der Sachschaden bewegt sich um die 200.000 Euro.